Auf dem Bild gibt es 4 Figuren. 3 sind sofort zu sehen. Die sind sehr präsent auf der Bühne. Die bewegen sich sehr entschieden. Die scheinen sehr gut zu wissen, was sie wollen, obwohl wir das nicht entschlüsseln können. Es gibt aber eine 4. Figur, die sehr versteckt ist und die nur die sehr aufmerksamen Betrachter das entdecken können, wenn sie das Bild aus unterschiedlichen Perspektiven beobachten und merken, dass es bestimmte Stellen der Oberfläche des Bildes gibt, die leicht glänzen. Und dort gibt es einen Mann, der nichts geworden ist, aber trotzdem dort geblieben ist. Hinten vielen Schichten Ölfarbe. Es gibt auch einen Raum, es gibt Stoff, Haut, Metall, Holz, Glas, Pflanzen und eine Landschaft. Vor allem gibt es viele Farben und viele Schichten von Ölfarbe und viel Schweiß von der Künstlerin. Sehr schnell und sehr langsam und mit einer Geschwindigkeit, die zwischen beiden Extremen ist. Ich stelle immer wieder fest, dass die spannendsten Bilder diejenigen sind, die auf einer Oberfläche unterschiedliche Rhythmen enthalten. Sehr schnelle, spontane Momente, die fast die Spur von etwas Dringendem sind und auch sehr detaillierte, mit Geduld gemalten Stellen, die einen langsamen Rhythmus bergen. Ich brauche die Routine. Aber jeder Tag im Atelier ist ein bisschen wie ein Neuanfang. Es geht darum, immer wieder Sachen zu erfinden, indem man in Frage stellt, das, was man vor den Augen hat. Und immer wieder die Werke im kreativen Prozess kaputt macht und auseinanderbaut und wieder kombiniert und rekonstruiert und so weiter. 10. Der Titel gehört auf jeden Fall zu dem kreativen Prozess für mich und deswegen nehme ich diese Suche nach dem Titel sehr ernst. Es nervt mich immer wieder, wenn ich gute Arbeiten sehe, die ohne Titel heißen. Dort haben die Künstler und die Künstlerinnen nicht lange genug nachgedacht. Beides. Also ich, auf einer Seite bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, weil ich die Oper liebe und weil ich eine Leidenschaft zum Beispiel für die Kunst des Barocks habe. Aber auf der anderen Seite scheint mir unmöglich, Kunst zu machen, ohne die Populärkultur ernst zu nehmen. Ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen, wo die Grenze ist zwischen beiden, weil wenn man heute zum Beispiel die Museen besucht oder die wichtigsten Institutionen, man findet auch ständig Formen der Populärkultur, die sich institutionalisiert haben und einen Rang von Hochkultur haben. In beides und am liebsten in einer Ausstellung mit 2 Teilen, also gleichzeitig, damit das Publikum sich ein bisschen mischt und heterogener wird. Verstören und dann gefallen. Und dann, wenn man denkt, dass man sicher in der Betrachtung der schönen Stellen ist, dann wieder verstören.